So, da bin ich, verehrte Seiende. 2009, ein Jahr mit vielen Problemen, ganz klar. Wenn ich es nochmal vor meiner geistigen Brille Revue geschehen lasse, komme ich auf 4 relevante Punkte, die ich in meiner persönlichen Agenda zusammengeflext habe. Und auf dem ersten Platz steht natürlich in Stagnol gemeißelt die Krise. Ganz klar, besonders natürlich die Automobilindustrie, gerade hier in Bayern, ne? Opel. Opel ist ja eigentlich ein erfolgreicher Betrieb. Ne? Ist ja eine gute Idee, also hier, ne? Lenkrad, 4 Räder, hat sich durchgesetzt. Aber trotzdem gerät dieser erfolgreiche Betrieb in Schieflage. Ne? Nur weil sich in Anglo-Amerika der Mutterkonzern verwirtschaftet hat. Als Laie in Wirtschaftsdingen fragt man sich natürlich, Mensch, der Mutterkonzern, ne, ist der so wichtig? Ja, ne, ist er eben doch. Der Mutterkonzern liefert die Muttern. Und ja. Ohne die, ne, da, also da kann man mit Klebeband versuchen oder so tackern oder so, aber da bleibt es ein Trabant. Ja. Auf Platz 2 kommt nun schon die Gesundheitsproblematik, ganz klar Schweinegrippe. Es gibt ja insgesamt 3 für den Menschen relevante tierisch übertragbare Krankheiten, also Schweinegrippe, Geflügelpest, hier, ne, Amselmumps, und Rinderwahnsinn. Das sind die bekanntesten. Es gibt natürlich wesentlich mehr, sogar hochvirulentere Krankheiten, die aber nicht so medienpräsent sind, aber von, ja, stellenweise sogar heimtückischer im Verlauf. Also Ziegenpeter, Hühneraugen, Muskelkater oder Krankheiten, die dann eben besser klingen, hier Pinguin-Mengenge und. Der dritte Punkt ist die Urinanreicherung im Iran, die Urananreicherung im Urin, also der Konflikt im Nahen Osten allgemein. Ne? Also ein dauernd schwelender Konfliktherd, also der antagonistische Widerspruch zwischen Palästinensern und Juden. Der vierte Punkt ist der innerdisziplinär geschlechtliche Konflikt, also die Ehe. Ja, der Nahe Osten in der Küche. Ne? Ein Konflikt hat auf der Iran-Basis. Also das werden ja viele kennen. Es sind immer wieder identische Abläufe. Es beginnt, man ist verliebt, man zieht zusammen, man heiratet, aber irgendwann dünnt es aus, ne? Flaute in der Müsli-Tasse, also bräsiges Gehabe, tumpels Gemache. Und man hat sich nichts mehr zu sagen. Ja, obwohl der Mann diesen Zustand ja intuitiv vorbeugt, also ne, indem er nicht zuhört. aber irgendwann ist es soweit, man stolpert über menstruale Minenfelder. Und es ist dann meist der Mann, der sich neu orientiert, heimlich. Er sucht sich eine neue Gespielin. Und wenn der Mann dann erstmal, ich weiß ja nicht, wie offen man hier reden darf im Fernsehen. Also wenn der Mann erstmal eine Probebohrung vorgenommen hat, dann vielen Dank. ja, dann ist natürlich die Ehe quasi, also die Frau ist indigniert, sie reicht die Scheidung ein, das heißt eben, sie geht zum Anwalt, klar. Ne, oder sie klärt die Sache schnell und unbürokratisch, sie kontaktet den Albaner. Ne? Ja. Frohe Ehe, aus der Traum, der Gatte liegt im Kofferraum. Damit also damit aber das Jahr 2010 unter einem besseren Stern steht, deshalb mein eindringlicher Appell an alle Menschen hier im Raum, auch zu Hause am Empfangsbolzen, vertragt euch besser im nächsten Jahr, dann werdet ihr euch auch weniger streiten. Und dieses positive, emotionale Gesamtfeeling
das kommt allen Menschen zugute und die übertragen es auf die Haustiere und die sagen es dann ihren Kollegen. Das ist meine große Bitte. Vielen Dank. Urananreicherung im Iran, die Urananreicherung im Urin, also der Konflikt im Nahen Osten allgemein. Ne? Also ein dauernd schwelender Konfliktherd, also der antagonistische Widerspruch zwischen Palästinensern und Juden. Der vierte Punkt ist der innerdisziplinär geschlechtliche Konflikt, also die Ehe. Ja, der Nahe Osten in der Küche. Ne? Ein Konfliktherd auf der Iran-Basis. Also das werden ja viele kennen. Es sind immer wieder identische Abläufe. Es beginnt, man ist verliebt, man zieht zusammen, man heiratet. Aber irgendwann dünnt es aus, ne? Flaute in der Müsli-Tasse. Also so, da bin ich. Verehrte Seiende, 2009, ein Jahr mit vielen Problemen, ganz klar. Wenn ich es nochmal vor meiner geistigen Brille Revue geschehen lasse, komme ich auf vier relevante Punkte, die ich in meiner persönlichen Agenda zusammengeflext habe. Und auf dem ersten Platz steht natürlich in Stagnol gemeißelt die Krise. Ganz klar, besonders natürlich die Automobilindustrie, gerade hier in Bayern, ne? Opel. Opel ist ja eigentlich ein erfolgreicher Betrieb. Ne? Ist ja eine gute Idee. Also hier, ne? Lenkrad, vier Räder, hat sich durchgesetzt. Aber trotzdem gerät dieser erfolgreiche Betrieb in Schieflage. Ne? Nur weil sich in Anglo-Amerika der Mutterkonzern verwirtschaftet hat. Als Laie in Wirtschaftsdingen fragt man sich natürlich, Mensch, der Mutterkonzern, ne, ist der so wichtig? Ja, ne, ist er eben doch. Der Mutterkonzern liefert die Muttern. Und ja. Ohne die, ne, da, also da kann man mit Klebeband versuchen oder so tackern oder so, aber da bleibt es ein Trabant. Ja. Auf Platz 2 kommt nun schon die Gesundheitsproblematik, ganz klar Schweinegrippe. Es gibt ja insgesamt 3 für den Menschen relevante tierisch übertragbare Krankheiten, also Schweinegrippe, Geflügelpest, hier, ne, Amselmumps, und Rinderwahnsinn. Das sind die bekanntesten. Es gibt natürlich wesentlich mehr, sogar hochvirulentere Krankheiten, die aber nicht so medienpräsent sind, aber von, ja, stellenweise sogar heimtückischer im Verlauf. Also Ziegenpeter, Hühneraugen, Muskelkater oder Krankheiten, die dann eben besser klingen, hier Pinguin-Mengenge und. Der dritte Punkt ist die Urinan. Bräsiges Gehabe, Tümpels Gemache und man hat sich nichts mehr zu sagen. Ja, obwohl der Mann diesen Zustand ja intuitiv vorbeugt, also ne, indem er nicht zuhört. aber irgendwann ist es soweit, man stolpert über menstruale Minenfelder und es ist dann meist der Mann, der sich neu orientiert, heimlich, er sucht sich eine neue Gespielin. Und wenn der Mann dann erstmal, ich weiß ja nicht, wie offen man hier reden darf im Fernsehen, also wenn der Mann erstmal eine Probebohrung vorgenommen hat, dann. Vielen Dank. Urananreicherung im Iran, die Urananreicherung im Urin, also der Konflikt im Nahen Osten allgemein. Ne? Also ein dauernd schwelender Konfliktherd, also der antagonistische Widerspruch zwischen Palästinensern und Juden.
Der vierte Punkt ist der innerdisziplinär-geschlechtliche Konflikt, also die Ehe. Ja, der Nahe Osten in der Küche. Ne? Ein Konflikt hat auch Seranbasis. Also das werden ja viele kennen. Es sind immer wieder identische Abläufe. Es beginnt, man ist verliebt, man zieht zusammen, man heiratet, aber irgendwann dünnt es aus, ne? Flaute in der Müsli-Tasse. Also so, da bin ich. Verehrte Seiende, 2009, ein Jahr mit vielen Problemen, ganz klar. Wenn ich es nochmal vor meiner geistigen Brille Revue geschehen lasse, komme ich auf vier relevante Punkte, die ich in meiner persönlichen Agenda zusammengeflext habe. Und auf dem ersten Platz steht natürlich in Stagniol gemeißelt die Krise. Ganz klar, besonders natürlich die Automobilindustrie, gerade hier in Bayern, ne? Opel. Opel ist ja eigentlich ein erfolgreicher Betrieb, ne? Ist ja eine gute Idee, also hier, ne? Lenkrad für Räder hat sich durchgesetzt, aber trotzdem gerät dieser erfolgreiche Betrieb in Schieflage, ne? Nur weil sich in Anglo-Amerika der Mutterkonzern verwirtschaftet hat. Als Laie in Wirtschaftsdingen fragt man sich natürlich, Mensch, der Mutterkonzern, ne, ist der so wichtig? Ja, ne, ist er eben doch. Der Mutterkonzern liefert die Muttern. Und ja. Ohne die... Ne, da, also da kann man mit Klebeband versuchen oder so tackern oder so, aber da bleibt es ein Trabant. Ja. Auf Platz 2 kommt nun schon die Gesundheitsproblematik, ganz klar Schweinegrippe. Es gibt ja insgesamt 3 für den Menschen relevante tierisch übertragbare Krankheiten, also Schweinegrippe, Geflügelpest, hier, ne, Amselmumps, und Rinderwahnsinn. Das sind die bekanntesten. Es gibt natürlich wesentlich mehr, sogar hochvirulentere Krankheiten, die aber nicht so medienpräsent werden ja viele kennen. Es sind immer wieder identische Abläufe. Es beginnt, man ist verliebt, man zieht zusammen, man heiratet, aber irgendwann dünnt es aus, ne? Flaute in der Müsli-Tasse, also bräsiges Gehabe, tumpels Gemache, und man hat sich nichts mehr zu sagen. Ja, obwohl der Mann diesen Zustand ja intuitiv vorbeugt, also ne, indem er nicht zuhört. aber irgendwann ist es soweit, man stolpert über menstruale Minenfelder. Und es ist dann meist der Mann, der sich neu orientiert, heimlich. Er sucht sich eine neue Gespielin. Und wenn der Mann dann erstmal, ich weiß ja nicht, wie oft man hier reden darf im Fernsehen, also wenn der Mann erstmal eine Probebohrung vorgenommen hat, dann... Vielen Dank. ja, dann ist natürlich die Ehe quasi, also die Frau ist indigniert, sie reicht die Scheidung ein, das heißt eben, sie geht zum Anwalt, klar. Ne, oder sie klärt die Sache schnell und unbürokratisch, sie kontaktet den Albaner. Ne? Ja. Frohe Ehe, aus der Traum, der Gatte liegt im Kofferraum. Damit also... Damit aber das Jahr 2010 unter einem besseren Stern steht, deshalb mein eindringlicher Appell an alle Menschen hier im Raum, auch zu Hause am Empfangsbolzen, vertragt euch besser im nächsten Jahr, dann werdet ihr euch auch weniger streiten. Und dieses positive, emotionale Gesamtfeeling, das kommt allen Menschen zugute und die übertragen es auf die Haustiere und die sagen es dann ihren Kollegen. Das ist meine große Bitte. Vielen Dank. Urananreicherung im Iran, die Urananreicherung im Urin, also der, eigentlich der Konflikt im Nahen Osten allgemein.
Ne? Also ein dauernd schwelender Konfliktherd, also der antagonistische Widerspruch zwischen Palästinensern und Juden. Der vierte Punkt ist der innerdisziplinär geschlechtliche Konflikt, also die Ehe. Ja, der Nahe Osten in der Küche. Ne? Ein Konflikt, der hat auch sehr Iran-Basis. Also das werden ja viele kennen. Es sind immer wieder identische Abläufe. Der Konfliktherd, also der antagonistische Widerspruch zwischen Palästinensern und Juden. Der vierte Punkt ist der innerdisziplinär geschlechtliche Konflikt, also die Ehe. Ja, der Nahe Osten in der Küche. Ne? Ein Konflikt, der hat auch sehr Iran-Basis. Also das werden ja viele kennen. Es sind immer wieder identische Abläufe. Es beginnt, man ist verliebt, man zieht zusammen, man heiratet, aber irgendwann dünnt es aus, ne? Flaute in der Müsli-Tasse, also bräsiges Gehabe, tumpels Gemache und man hat sich nichts mehr zu sagen. Ja, obwohl der Mann diesen Zustand ja intuitiv vorbeugt, also ne, indem er nicht zuhört. Aber irgendwann ist es soweit, man stolpert über menstruale Minenfelder. Und es ist dann meist der Mann, der sich neu orientiert, heimlich. Er sucht sich eine neue Gespielin. Und wenn der Mann dann erstmal, ich weiß ja nicht, wie offen man hier reden darf im Fernsehen, also wenn der Mann erstmal eine Probebohrung vorgenommen hat, dann... Vielen Dank. dann ist natürlich die Ehe quasi, also die Frau ist indigniert, sie reicht die Scheidung ein, das heißt eben, sie geht zum Anwalt, klar. Ne? Oder sie klärt die Sache schnell und unbürokratisch, sie kontaktet den Albaner. Ne? Ja. Frohe Ehe, aus der Traum, der Gatte liegt im Kofferraum. Damit also... Damit aber das Jahr 2010 unter einem besseren Stern steht, deshalb mein eindringlicher Appell an alle Menschen hier im Raum, auch zu Hause am Empfangsbolzen, vertragt euch besser im nächsten Jahr, dann werdet ihr euch auch weniger streiten. Und dieses positive, emotionale Gesamtfeeling, das kommt allen Menschen zugute und die übertragen es auf die Haustiere und die sagen es dann ihren Kollegen. Das ist meine große Bitte. Vielen Dank. Uran-Anreicherung im Iran, die Urananreicherung im Urin, also der Konflikt im Nahen Osten allgemein. Ne? Also ein dauernd schwelender Konfliktherd, also der antagonistische Widerspruch.